Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Zusammen mit dem Sascha. Moinsen. Mit dem Scrawl. Hello. Vivi. Hi. Und Krischi. Moin, moin. Sascha, so. Bist du mutiert zum Schweinemensch? Nein, hier schon. Ja, ich bin die Treppe runter. Du? Treppe runter nur. Ich dachte schon, du bist gefallen. Nee, da, hier unten im Raum war nur eine Lure drin. Da habe ich mich leicht erschrocken gerade. Ach so. Welche Taste war das beim Optifine zum Zoomen? C. Vielen Dank. Okay. Ja, Steuerung ist Sprinten mittlerweile, du. Ja, keine Ahnung. Ich hab Optifine Zoom ja sowieso auf einer ganz anderen Taste. Ach du Scheiße. Sind wir richtig? Ja, doch. Nicht. Doch sind wir. Und stimmt, wir sind bei der zweiten Festung. Aber ich sehe sie gerade nicht. Ich stehe ein bisschen oben. Oh Gott. Nein, alles cool. Oder wurdest du ein großer Slime. Aua. Ah, okay, dann weiß ich, wie ihr seid. Ich komme jetzt vorbei und hole euch ab, okay? Ja, komm hier runter. Ich bin hier runter. Ich werde diese Runde nicht sterben. Gott, aua. Ja, alles gut. Ein halbes Herz. Hast du nur noch? Ja. Ach du Scheiße. Ja, stirb nicht. Ich weiß aber nicht, ob du direkt beim Lohnspawner stehen bleiben solltest. Und Lohn spawnen gerade. Hast du noch irgendwas zu essen? Leider überhaupt. Ich habe Weed dabei, aber ich habe keine Workbench, um Brot draus zu machen. Da schalt mal wieder seinen Stoff dabei. Immer. So. Ich habe Brot, wenn ihr mir sagt, wo ihr seid. Ja, wir sind jetzt gerade auf dem Weg zur ersten Festung zurück. Weißt du noch, wo... Seid ihr in der Festung, oder? Nee, ich bin mir gerade... Überhaupt... Warte mal, wir müssen hier längs, glaube ich. Krischi, weißt du noch, wo Nein. der Ding ist, der das Nether Portal? Ja. Ja, dann komm mal dorthin, dann gehen wir zusammen los. Ich bin ja quasi schon da. Ich bin in der zweiten Festung. Ich finde sie noch nicht. Achso, du bist schon dort. Achso. Ja, ich bin schon da, aber ich suche noch vergebens. Weil ich komme jetzt mit Essen und Ausrüstung. Ich sehe da oben jemanden. Was? Wo? Echt? Hierher gekommen. Shira sieht jemand? Oben war jemand. Alles klar, drei. Wahrscheinlich Hero Brian, oder? Und keiner hat mich getroffen. Ah! Oh, jetzt. Ja, die Schweinemenschen sind ausnahmsweise mal wieder gut. Ah, da hinten! Shira, ich seh dich, bleib stehen! Ich muss gucken, wo wir übrigens unser Kistenlager machen. Halleluja! Hallo Sascha, warte, ich komm zu euch. Ah ne, warte mal, hier ist der Lohnspawner, wo wir vorhin unterwegs waren, da war Scroll runtergefallen. Das heißt, wir müssen hier vorne links. Okay, alles klar, ich komm zu euch. Warte kurz, Sascha, ich bin gleich da. Ja, ja. Bitte. Alles klar, ich bin da durch. Was? Wie? Da! Scroll! Du willst nichts zu essen. Ja. Danke. Bitteschön. Oh, unser Lebensretter. Ich sehe schon das Netherportal. Gut, das dann lasst mal laufen hier, Leute. Kommt hier lang. Hier links? And I would walk 500 more. And I would walk 500 more. Der schöne Delay im TSS, es funktioniert einfach nicht. Hier wieder hochbauen. Hier. Und nicht runterfallen, wenn es geht. Ja, alles safe. So, mehr oder weniger. Hey, das Wither-Skelett verfolgt mich. Na, dann komm her. Gut, dann haben wir es geschafft. Leute, ihr seid frei! Puh! Leute, Vorsicht. Ja, danke. Immer noch Vorsicht, Entschuldigung. Jetzt müssen wir nur noch hier hoch. Aber vorher sind wir noch ein bisschen lustig, oder? Scroll, hör auf. Da oben ist Krischi! Hinter dir! Na, warum? Da nicht ein Mini! Und auch nicht ein großer! Ach, da seid ihr! Hilfe! Oh Gott! Die schießen hart auf mich! Ich bereite den Fluchtweg vor, Sascha! Oh Gott! Wie, du bereitest den Fluchtweg vor? Wir müssen da oben hin! Wo Krischi herkommt! Nein, hier oben ist das Nether-Portal. Hier rechts. Ja. Wir müssen dahin, wo Scroll ist. Oh Leute, Shira, Vorsicht, ne? Oh. Ja, schlag sie zu mir hin! Ah, da, ich sehe das Portal. Alter, ey. Und das Geilste ist, meine Ausbeute beträgt 36 Glowstone. Tatsächlich etwas über einen Stack Netherwarzen. 5 Blaze Rods.
Wisst ihr, was noch viel besser ist? Ich habe eine Diamantspitzhacke verloren. Ja! Ja, das kommt halt mal vor. Es kommt auch bei den besten Minecraft-Spielern vor. Ja, das, immerhin habe ich hier in der Nether-Festung 5 Diamanten gefunden. Also haben wir quasi die Diamanten wieder raus. Ja. Oh, aber ich habe auch meine Pony-Rüstung verloren. Was? Ja, wir haben doch eh kein Pferd. Meine Diamanten. Wir haben einen Esel. Wer will einem Esel kann man keine Rüstung anlegen. Sicher? Ziemlich. Olle. Echt jetzt? Freiheit! Null. Alter, mega lag. Ja, es laggt ein wenig. Es laggt ein wenig. Alles gut. So, das safen, das safen. Hier haben wir was zu safen. Oh Gott. Boah. Ich hab ein Gold Nugget. Alter, lag. Ich wurde wieder gerade voll zurückgesetzt. Alles klar. Ich auch. Ganz edel hier. Was hast du gemacht, Schnubbi? Den Raum, das ist ja mal ein bisschen sicherer mit der Ausleuchte, mit dem Ausleuchten gemacht. Bin hier gerade bei, den Raum hier zu vergrößern. Wenn jetzt hier soweit dann Gras ist, packe ich hier die Schafe rein, dann ist der Raum hier auch erstmal soweit ready. Alles klar. Kommen die Hühner hier so nicht durch? Nach was aus. Stevie, kommen die Hühner hier so nicht durch? Oder? Wie es aussieht, wohl nicht. Wie awesome ist das denn? Den Trick kannte ich noch überhaupt nicht. Deswegen habe ich das genau so gemacht, welchen dass du so normal durchlaufen kannst, weil die Viecher schaffen es da eigentlich. Ja, so kann man sich Tore sparen. LOL. Mhm. Wie hässlich sieht das denn aus, aber es ist irgendwie effektiv, ne? Wie sieht das denn so fett aus? Hat jemand noch zufällig Kohle? Alles, was du hier Erde siehst, ich habe tatsächlich zwei Kohle durch die Wither-Skelette. Ja, klar, habe ich hier reingepackt in den rechten Ofen. Trotzdem nicht gedacht, dass das überhaupt funktioniert. Da mache ich jetzt zeigerisch nichts mehr. Ich meine auch nicht den Erdblock hier. Ich meine, dass der Zaunfall da steht. Ja, aber so kommen sie nicht durch. Wo soll ich mal ein bisschen Netherwarzen anpflanzen? Ach, wachs doch weiter, Mann. Bau doch hier einfach. Mach das doch hier einfach in der Ecke, ganz ehrlich. Ja. Ach, super. Da wo. Ja, das wie ich die Base hier mache, weiß ich sowieso noch nicht. Aber weißt du, das Beste ist ich werfe jetzt hier endlich mal ein Ei in die Ecke. Und dann wenigstens die Mauer hier mal nach vorne. Genau, aus dem Ei kommt natürlich ein Hühnchen. Wie könnte es auch anders sein? Übrigens, ich habe auch schon einen Anfangsraum fürs Lagersystem geplant. Und zwar hier in dem Gang hier rein. Lagersystem? Was hast du denn vor? Ja, da wo die ganzen Sachen hier, damit die Kisten hier nicht so einfach mir nichts hier so rumstehen. Ach so, ja, das ist wahrscheinlich ein guter Plan. So. Also Leute, wer hat einen Hunger? Während ihr halt Abenteuersachen macht, kümmere ich mich halt hier um die Base, wie ihr merkt. Okay, niemand hat Hunger, das finde ich gut, dann esse ich das alles alleine. Viel Spaß. Ja. Haust da rein. Guten. Danke. Ich kümmere mich halt hier drum. Am Nom, das halt nach was aussieht, komplett. Jetzt so. Bin ein Farmer. Ich guck mal, ob ich da noch einen Platz für Fenster spiele. So, ja. Erstmal. Passt ja, so. Provisorisch ist das ja schon mal okay. Warte gerade 5 Fleisch. Wer braucht noch was? Ich habe noch 2 Brote dabei. Huch, jetzt habe ich dieses Brot weggepackt. Ich habe auch noch 4 Fleisch dabei. Ah, ich habe sogar mehr Fleisch dabei als 4. Nice. Ich hab nichts. Dann gebe ich dir was ab. Wo bist du, Shira? Ach, da. So, unser erstes Nether-Abenteuer ist vorbei. Was machen wir jetzt? Danke. Ja. Zweimal gestorben, schon eine gute Quote. Oh ja. Noob. Nein. Ascha. And I would walk 500 miles. Ja, and I would walk 500 more. Badabba, badabba. Badadada. Und du stirbst und du stirbst. Du stirbst und du stirbst und du stirbst. Wozu tötest du die? Warum tötest du die jetzt alles? Die hat sich extra die Mühe gemacht, die da alle rüberzuholen und du tötest sie jetzt. Was die Schweine? Weiß ich nicht, was Scroll tötet. Ich weiß es auch nicht, also der ist hier nicht drin. Schafe. Lol. Ach so. Ja, weil, wisst ihr, ich hab gedacht, Schnitzel sind halt schon mal relativ geil, oder? Hier ist ein Hühnchen. Ja, kann ich doch eigentlich mal langsam rüberholen. Scheiß erstmal da drauf, dass. Hier noch nicht so ist, aber Hauptsache die sind dann schon mal da drin. Ich hab dir deine Arbeit erleichtert, Stevie, okay? Ja, ich helf dir.
Fehler wurden begangen. Ja, wer, auf wen achten sie jetzt? Das ist jetzt eine gute Frage, Shia. Mich! Hab mich lieb! Nein, mich! die hat... Ah, die sind auf! Wo hab ich jetzt Damage herbekommen? Ach so. Alter, Krischi, ey! Musst du mich so erschrecken? Ich dachte gerade so... Ja, dann mach ich dir mal kurz diesen Zaun hier weg, damit sie da gleich rein können, weißt du? Ich bin am überlegen, ob es Sinn macht, sich von hier irgendwo hinzugraben. Aber ich bin am überlegen, ob es Sinn macht, hier irgendwo so eine Art Lager zu bauen. Also weißt du, so für Truhen. Ganz blöd gefragt, hatten wir noch Holzmangel, als wir dieses Dorf gefunden hatten? Nein. Ja. Guckst du mal, hier in einer Kiste ist genug Holz drin. Nein, das war jetzt eine rhetorische Frage für die Zeit vorher. Ja. Zu dem Zeitpunkt, ja. So. Ich stelle jetzt gerade mal fest, so die Häuser bestehen zu 50, wenn nicht 70% aus Holz. Da sind noch richtige Holzbaumstämme drin verarbeitet. Wir wollten Eins habe ich. Ja, das bringt nur nichts, weil die zwei hier wollen irgendwie nicht. Kommst du jetzt? Wie sieht's aus, Krischi? Hast du genug zu essen noch? Ich habe noch ein Fleisch und zwei Brot. Geht doch. Alles klar. Sascha, wie sieht's bei dir aus? Ich habe drei Brote. Hast du einen Zaun bei dir, Shira, dass du gleich den Block sofort platzieren kannst? Nö. Ich werde mal hier das dann Feld. Warte mal, das ich schmeiß dir gleich mal einen entgegen kurz, warte. Mit Ding umrandet, das werde ich einfach mal Raum wegbauen, drin? Okay? Ja. Okay. Ich sehe da den Sinn dahinter nicht, dass die ein Feld mit Holz umrandet haben. Nimm den mal eben kurz und ich sag dir Bescheid, wenn du platzieren sollst, ja? Okay. Kommt rein. Na kommt. Och, ihr dämlichen Schafe, was ist denn jetzt euer Problem? Warum bin ich denn jetzt hier auf Gravel gestoßen? Was soll denn der Bullshit? Ja, Kohle wäre halt schon mal ganz nice, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, zwei Hamburg geholt und kriegst das dritte noch hier rein. Ich glaube, das ist einfach zu tief für Kohle, kann das und sein? Und zack, hast du? Nee, die Mineralien sind hier anders verteilt. Gut, wird das auch. Okay. Somit sind alle Viecher hier aus dem großen Raum raus. Soll ich weiter Erde hier wieder platzieren? Wo? Achten Sie, damit dieser Spur ist, warte erstmal, weil wir müssen erstmal gucken, dass da irgendwie was passiert. Oh, ich hab's schon gemacht. Na, ist okay. Soll ich? Shira, die Rebellen. Das hab ich schon gemacht. Wie sieht denn das aus? Soll ich das Holz, das ich jetzt hier gelootet habe, zum Grillen verwenden, dass wir Holzkohle kriegen? Ja, aber mal ruhig. Lol. Ach, ich hab gerade gedacht, das ist Kohle, aber schade, war doch keine Kohle. Ich grab hier gerade mal einen ewig lang straighten Tunnel in der Hoffnung, einfach irgendwie was Cooles zu finden, aber... Ich wollte gerade auch mal meinen Plan tatsächlich. Du redest von der Stadt. Zum Beispiel. Die Stadt. Die würde ich halt echt gerne finden, das wäre auch mega awesome. Sich um dieses Land. Das war echt ein reiner, also wirklich ein Zufall gewesen, als ich die gefunden habe. Eine Stadt, so riesig doch unbekannt. Scheiße, ich habe keinen Schaufel mehr und hier ist mega viel Sand. Finden wollen die Abenteurer sie sehr, sehr gern. Denn Schätze. Boah, scroll bitte. Dort wie im CERN. Bist du dir eigentlich sicher, dass wir dem Esel keine Armor aufsetzen können, Sascha? Nein, 100%. Ich meine, dass das bei Eseln gar nicht geht, nein. Du kannst dich einmal raufsetzen und das Inventar öffnen. Wenn da noch ein freier Slot drin ist, dann müsste das gehen. Vor allem, ich glaube, es ist kein Esel, sondern ein Maultier. Das ist nochmal wieder was anderes. Soweit ich weiß, geht das auch eigentlich offiziell nur bei Pferden, diese Rüstung. Wenn ich mir jetzt nicht irre. Das ist richtig, Sascha. Quatsch, Sascha, Stevie. Ja. Warte mal, ich hab da eine volle Rüstung. Toll. Gott, was ist denn hier jetzt so viel Sand? Ich musste gerade mal kurz mein Mikro ausschalten, weil hier gerade mein kurzes Szene war. Ja, wir haben's gehört. Ja, damit es nicht noch schlimmer ist, habe ich extra das Mikro ausgemacht. Stevie, warum machst du hier alles voll mit Stein? Warum nicht? Weil ich dachte, wir lassen hier Gras und können hier überall Bäume pflanzen. Ja, aber nicht komplett. Wir wollen ja auch irgendwo ein bisschen normal was haben. Deswegen, ich reiß auch nicht die komplette Erde hier raus. Und warum brauchen wir es nochmal genau gemäuert? Es sieht schicker aus. Oh jo. Soll ich jetzt mal Kohle draus verarbeiten aus dem? Ja, mach ruhig. Boah, dieses scheiß verdammte. Ja, cool, Stevie, alles safe. Dass das immer so lange braucht, bis das mal wächst, ne? Alter, das Spiel mobbt mich.
Ich würde jetzt auch nochmal anfangen, einfach mal einen straighten Weg in irgendeine Richtung zu buddeln. Ja, ich bin vom Dorf aus einfach weiter in die Richtung, aber... Oh, ich habe so viel Schrott im... in das Nerv. Ich würde gerne mal ein bisschen weiter nach oben gehen, wenn ich ehrlich bin. Ja, dann probier das doch. Ich habe ja schon eine Treppe nach ganz unten. Kannst du ja eine nach oben bauen. Kommt mal da raus, dann packe ich den Kabel hier hin. Wir bräuchten hier unbedingt mal eine... Da ist ja schon wieder Erde! Das wäre schon ein geiler Troll, ne? Nennst die Map Underground und baust die Stadt nach ganz oben. Der weiß wirklich, wie es hier hoch ist, insgesamt geht. Also, das ja, ist ja, klar. Frage. Aber es wäre auf jeden Fall ein Versuch wert. Ja. Das ist immer ganz blöd gefragt, warum gucken wir eigentlich nicht auf F3? Weil wir, weil wir gesagt haben, dass wir das nicht dürfen. In den ersten zwei Folgen. Ja, schon. Aber warum? Was für einen Sinn hat's, wenn wir gucken? Lol. Warte. Ach, kacke, das ist nur eine kleine Höhle mit Wasser. Aber hier ist Eisen. Welchen Vorteil hätten wir gehabt, wenn wir das hätten gucken können? Das ist ein, das frage ich mich ja auch, aber naja, egal. Oh, wow, Sand, hey, boah. Jetzt werden wir die Regeln des großen Advices in Frage stellen, Sascha. Da du sie aufgestellt hast, ja. Aber auch nur deswegen, oder was? Ja. Wow. Ey, wir haben hier noch 11 normales Holz. Was, warum ist das hier und nicht in der Ding drin? Gott, ist dieser Weg. Warum ist denn da jetzt schon wieder ein Creeper gespawnt? Normale Holz hier in Holzplanken, das wäre Blödsinn. Nee, mach ich auch nicht. Fick dich, du Kackding. Ja, wir haben sowieso so wenig Rohholz, ey. Ja, ich wollte daraus Kohle machen, wenn ich ehrlich bin. Liebe Leute, ich bin der King. Bist du? Ich warum, was hast du gemacht? Ich bin einfach durch den Creeper durchgesprintet, hat draufgekloppt und tot war, als ich vorbei war. Sascha, das einzige, was du bist, ist der Curry King, aber mehr nicht. Goll. Goll, sagt er. How comes that? Was? Warum bist du der Curry King? How comes that? Weiß ich nicht. Frag Scroll. Scroll? Ja, bitte. Warum ist Sascha der Curry King? How comes that? Boah, ist krischig, ich glaube, das liegt daran, weil Sascha, das wissen ja die wenigsten Leute, aber ich verrate jetzt einfach mal dein Geheimnis, Sascha, okay? Gott, jetzt kommt's. Sascha kommt eigentlich ursprünglich aus Indien. Okay. Okay, interessante Theorie. Damals, seine Familie ist. Heißt er deshalb Sascha Schu? Sascha Schüsch. Sascha Schüsch. Ich war jetzt gerade mal so frei und hab mir mal eine Diamant-Schaufel gebastelt. Ich dachte, jetzt kommt okay. Rüstung, ja. Nein, nein, so dreist also, bin ich da doch jetzt, nicht. Ich hab Kohle. Nice. Nice. Ihr müsst einfach nach oben buddeln. Ich bin, also, besser gesagt, bei der Treppe von mir nach oben folgen, da sind auch ganz viele solche Eisdinger noch. Okay, klingt interessant. Eisblöcke. Wo bist du denn längst gegangen? Vielleicht ist das echt vielversprechender. Nee, nee, Sascha, du bleibst bitte mal bei dir. Nee. Will die Entdeckung für mich alleine machen? Ich hast du nicht eben gerade gesagt, wir sollen bei dir mitkommen? Ja, sollt ihr auch mitkommen. Wir wissen auch, dass ihr coolen Content habt und dass nicht nur die Leute bei mir schauen. Ah ja, da sehe ich. Und, ach, hier bist du hochgegangen. Bobby. Du hast direkt erstmal eine Höhle gefunden, sagst du? Alles klar. Lol, hier ist ja alles zugefroren. Ich will's auch sehen. Sagt, aber mach das Eis nicht kaputt, weil wenn du das kaputt schlägst, dann haben wir hier eine Überschreppung. Dann haben wir Crushed Eis. Wo seid ihr denn lang gegangen? Quasi in den Truhenraum rein und geradeaus und rechts halten. Ja, ja, ja. Ja. Crawl, ich weiß den zu würdigen. Was weißt du zu würdigen? Den Witz? Ja. Der war aber nicht er war auf Krischis Niveau, darum nimmt er ihn an. So. Lol, hier geht's noch weiter, oh mein Gott. OMG! Lol, ich höre Lava. Scroll, pass auf beim Graben, ne? Ich höre, wie gesagt, Lava. Ja, ich buddel mich nur nach... Was ist das? Ist das Marmor? Marmor oder Schnee? Ne, das ist Schnee. Hier ist Schnee. Warte mal, Schnee finde ich jetzt gerade interessant. Sollen wir jetzt hier einfach mal weitergehen? Oh lol, sind da viele Schneebälle rausgekommen. Ne, weißt du was? Den Schnee baue ich jetzt mal ab und. Ja, ich baue mal hier den Clay ab. Weil ich mal einen Clay.
füllt einem schönes Inventar zu. Willst du es gerade claimen? Wow, ich renne mit dem vollen Inventar los. Ich bin richtig clever. Flachwitz hier, ey. Alter, Flachwitz-Time heute, oder was ist das? Oh ja. Das ist nichts Neues bei Krischi. Echt nicht. Huch! Oh oh. Stirb leise. Stirb langsam. Ist, Hat man nicht gemerkt! Warst voll leer der Lage! Leute, schrei die gesamte Bude zusammen! Gefunden, so wie es aussieht. Ich hab mich total erschrocken, ey. Wie gesagt, man hat's nicht gemerkt, Krischi. Du warst voll tapfer und so. Ja. Danke, Shira, dass du mich mit deinen Schneebällen. Ich hab mich abkühlst. Ganz tapfer mit der Witch bekämpft und von hinten kam der Creeper, der Feigling. Ganz viele aufgesammelt. Aua! Natürlich auch nicht die Entdeckung des Dynamits, ne? Hier, Shira, weite mal deines Amtes. Hast du jetzt wirklich die... Ich hab gar nichts gemacht. Woher kommt denn das Wasser? Hallo! Hey, Shira, weite deines Amtes. Es ist Zeit. Achso. It is time to say goodbye. Okay, das war's für diese Folge Minecraft. Allerdings von den anderen findet ihr in der Infobox und... Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis denn. Tschüss. Tschüss.